In den Fächern Ethik und Religion finden wir zahlreiche Anknüpfungspunkte an Probleme und Dilemmata, die mit dem Klimawandel zu tun haben. Zum Beispiel können wir im Religionsunterricht die Nächstenliebe thematisieren. Denn das Streben nach Wachstum und Wohlstand in den Industrieländern geht oft auf Kosten von Menschen in ärmeren Regionen oder den kommenden Generationen. Tiefgreifende Änderungen der Umwelt können ganze Regionen unbewohnbar machen. Als Folge können Migrationswellen entstehen, die zu Konflikten führen. Hier können wir diskutieren, wie man diese Konflikte mit den Idealen des Christentums in Einklang bringen kann. Im Ethikunterricht können wir darüber sprechen, wie Menschen aus wirtschaftlich benachteiligten Regionen oftmals zusätzlich unter Klimawandelfolgen leiden, für die hauptsächlich die Industrienationen verantwortlich sind. Und wir können diskutieren, wie die SchülerInnen diese Entwicklung unter moralischen Gesichtspunkten bewerten.